Du bist katholischer Priester, bist also auch Kinder. Ich finde, dass eine Frau jederzeit das Recht haben sollte, zu sagen, ich möchte gerade nicht schwanger sein. Also für mich war die Kirchensteuer auf jeden Fall der Auslöser, warum ich aus der Kirche ausgetreten bin. Ich glaube nicht an diese Institution oder an diesen Gott. Warum sollte ich da mein Geld reinstecken? Es ist für mich zum Beispiel mit der katholischen Kirche absolut unbegreiflich, dass da nicht auch eine Dame oben auf dem Podest stehen kann. Meine Bisexualität hat beim Austritt der Kirche eine Rolle gespielt. Zwischen 1946 und 2015 wurden 3677 Kinder und Jugendliche in der katholischen Kirche Opfer von sexuellem Missbrauch. Als wir diese Zahlen erfahren haben, war ich persönlich erstmal sehr schockiert. Und dann war ich eigentlich gleich noch ein zweites Mal betroffen, weil ich mir dachte, warum bist du jetzt eigentlich schockiert? Warst du bisher so naiv anzunehmen, dass es diese Verbrechen in unserer Kirche nicht gibt? Gleichzeitig will ich mich da nicht mit anschuldigen lassen, weil ich mich da nicht schuldig sehe. Das passiert in Kirche und das passiert aber genauso auch außerhalb der Kirche. Aber ganz viele Leute gehen zur Kirche, weil sie da die Kirche als sicheren Ort erkennen und das macht doch alles tausendmal schlimmer. Einen Menschen zu beseitigen ist wie die Anspruchnahme eines Auftragsmörders, um ein Problem zu lösen. Da ist ein kleines, unschuldiges Wesen und es umzubringen, finde ich auch schlimm. Glaubst du, egal wie dieses Wesen entstanden ist? Ich würde sagen, das ist ein Baby und wenn das nicht auf die Welt kommen darf, weil ich sage, okay, das passt jetzt bei mir gerade nicht, dann stelle ich aber mich ja über dieses Wesen und das finde ich nicht richtig. Es geht ja natürlich auch um Vergewaltigung oder da hat jemand anders auch seinen Willen über meinen gesetzt, so, weißt du? Ich sehe junge Frauen, die in unendlich schlimmen Situationen sind und sehe, dass sie sich in keinster Art und Weise vorstellen können, in dieser Situation ein Kind zu bekommen. Wenn du diese Entscheidung triffst, heißt das nicht, dass du auf ein Immerwiedersehen die Ausgestoßene bist. 2018 hat ein katholisches Gymnasium bei einem homosexuellen Referendar den anschließenden Lehrvertrag zurückgezogen, weil er seinen Partner heiraten wollte. Das ist ein Punkt, der für mich absolut nicht mehr zeitgemäß ist an der Kirche, weil Homosexualität keine Krankheit ist und ich finde, das sollte die Kirche auch so sehen. Es gibt so viele homosexuelle Christinnen und Christen in unserer Kirche. Wer bin ich, dass ich da ein Urteil fälle? Also würdest du theoretisch eigentlich dafür plädieren, dass man diesen Unterschied nicht mehr macht, welche Sexualität ein Mensch hat? Das ist ja der Punkt. Die Identität des Gegenübers ist ja nicht seine sexuelle Orientierung. Ich selbst bin auch ein bisexueller Mensch und von vielen religiösen Menschen wird ja immer noch gesagt, dass halt Liebe nur zwischen Mann und Frau bestehen kann, was ich halt überhaupt nicht nachvollziehen kann dann. Ich merke, dass die Themen bei mir gerade ganz viel so wachrufen und, okay, und aufrütteln und dass irgendwie jetzt die Ehe zwischen Mann und Frau was Besonderes ist, weil aus ihr auf natürlichem Wege Nachkommen entstehen können, finde ich, ist das eine. Aber das heißt ja nicht, dass andere Beziehungen nicht wertvoll sind und dass Liebe zwischen Menschen nicht wertvoll sein kann. Unsere Gottesdienste, na klar, für alle offen sind, die das interessiert. Aber ich muss auch zur Kenntnis nehmen, dass es wahrscheinlich nicht immer so rüberkommt. Sprichst du das dann auch aus? Also ich glaube, dass das ein wichtiger Faktor ist. Ja, hast du wahrscheinlich recht. Ich hätte eigentlich nie gedacht, dass ein Mensch wie du, also ein Priester, so eine offene Einstellung zu diesen ganzen Themen, die wir heute besprochen haben, hat. Ich lebe im tiefsten Ostdeutschland. Also das Gespräch führe ich gefühlt dreimal am Tag. Ich verstehe das immer auch als eine Begegnung mit Menschen, die auch was suchen. Ich finde, das ist, was Kirche eigentlich auch tun sollte. Menschen auf Augenhöhe begegnen, ohne Ausgrenzung, mit Liebe. Schön ist, dass es Menschen gibt, die für das einstehen, woran sie glauben. Ich bin etwas neidisch darauf. Ich fände es schön, wenn ich auch an sowas glauben könnte. Ich kann dir in jedem Fall sagen, dass ich, wenn ich heute Abend ins Bett gehe, dich in meinem Abendgebet habe. Bist du noch in der Kirche oder bist du schon ausgetreten? Schreib's in die Kommentare. Hier findest du noch ein weiteres Video von Deutschland 3000 und hier noch ein weiteres aus dem Funknetzwerk. Aber am besten einfach hier den Kanal Deutschland 3000 abonnieren.